Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu Factorio mit dem lieben Karo 7. Hallo, wie geht's dir denn heute? Ach, mir geht's unglaublich gut. Also vor allen Dingen viel besser als in der letzten Folge, weil ich was getrunken habe. Ach nee, das ist immer mit diesen Aufnahmesessions, ich kenne das. Das ist immer wieder dasselbe. Ach ja. So, was wollten wir machen? Wir wollten Eisen runterbringen, ne? Ja, Eisen ist auf dem Weg. Welchen muss ich denn nehmen? Den da. Den da? So. Fertig. Guck mal, fertig. Boah. Was sind wir nicht richtig gut, ey? Ja, und das daneben, das kann dann Kupfer werden. Okay. Wir machen dann hier quasi so einen bunten Belt, der dann alles irgendwie runterbringt. Da kommt dann auch irgendwann noch Stein mit runter. Ah, ich sehe, der nutzt auch das schöne Splitting-Design. Das finde ich auch echt cool. Also mir gefällt das echt gut. Nur ich habe das noch insoweit modifiziert, dass man das nicht so direkt nebeneinander baut, sondern dass man hingeht und zwei Felder freilässt. So. Okay. Dann kannst du nämlich dazwischen nachher diese Substations bauen und brauchst nur dazwischen Substations zu haben. Das ist dann auch noch geil, weil dann sparst du dir die ganzen Strommasten. Und wieso machst du den Output machst du jetzt in eine Richtung? Das heißt, wir breiten uns hierhin aus. Ja, ich würde jetzt sagen, wir machen einfach mal bekloppt. Ich bin Linkshänder, ich gehe nach rechts. Okay. Das ist irgendwie immer so. Bei mir geht alles andersrum. Ich habe auch schon mal einen vertikalen Bus gebaut. Das ist auch mega kompliziert. Du machst das bestimmt mit einer Lücke dazwischen. So, wenn ich sehe, dass du hier dieses Zwischendesign hast, willst du das später bestimmt upgraden, oder? Ja, so ist das. Das ist alles vorausgeplant. Alles geplant, durchdacht und mega. Ich kenne das. Voll professionell. Na? Wir sind ja Profis. wir bilden es uns ein zumindest, aber... Wir tun jetzt einfach mal so. Ja, genau. Und dann mache ich gleich auch mal die Fließbänder auf die falsche Stelle. Einmal mit Profis. Apropos Fließbändern. Haben wir da drin welche? Ja. Haben wir da drin Eisen? Nein, habe ich Eisen? 21 Platten, juhu. Ich gehe mal ein bisschen Eisen holen. Ja, ich denke, das Erste, was wir dann an den Bus dran bauen, wird eine Fließbandproduktion. Das klingt aus meiner Sicht klingt das irgendwie sinnvoll. Also ich baue dann immer erst Zahnräderproduktion und dann baue ich Chipproduktion und dann fange ich mit dem Rest an. Ja, ich muss dazu sagen, also du baust wohl die Zahnräder an den Bus quasi dran, dass die mit auf dem Bus liegen? Ja. Das habe ich persönlich bisher, glaube ich, nur ein oder zweimal gemacht. Aber können wir gerne so machen. Ich finde die Idee an sich ja nicht schlecht. Da hast du halt also, eine zentrale Zahnradposition. Ich mache das durchaus. Es gibt aber, glaube ich, ein paar Produktionen, auch wenn ich jetzt gerade mir sie nicht einfallen, wo ich denn trotzdem noch mal lokal welche herstelle. Aber im Normalfall funktioniert das eigentlich ganz gut. Also wir hatten es ja in der letzten Folge, so Kupferdraht mache ich halt auch nicht, weil ich das auch albern finde. Das stelle ich immer lokal her. Aber Zahnräder macht sich eigentlich ganz gut. Da mache ich tatsächlich auch mal einen Doppelbus von. Also zwei Bänder brauchst du schon. Ja, machen wir, gehen wir groß, machen so vier Bänder Eisen, vier Bänder Kupfer, vier Bänder grüne Circuits und all so ein Scheiß, alles riesig. Ich glaube, so viel brauchen wir dann auch nicht. Also ich glaube, so ganz vier riesig Kupfer, muss das nicht. Kupfer ist meistens auch fast ein bisschen viel, aber also vier Eisen auf jeden Fall. Zwei Kupfer. Ja, und dann könnte man vielleicht, also da wir Green Circuits wahrscheinlich viel brauchen, würde ich mindestens zwei sagen, genau. Zweimal Zahnräder. Ja, Stahl würde ich nur einen drauf machen. Stahl einmal, Stein einmal, den kann man dann später abbrechen, wenn man, den braucht man ja eigentlich auch nur, also Rohstein brauchen wir ja für Schienen, das heißt, es macht durchaus Sinn, den auch mal noch ein bisschen, zumindest ein Stückchen reinzubussen. Wenn man das so sagen kann. Stein braucht man, glaube ich, also geschmolzenen Stein braucht man dann ja, glaube ich, maximal für die Öfen, ne? Ja, das würde ich, also da würde ich fast sagen, guck mal, wir haben ja hier, wenn man hier so guckt, rechts neben unserer Ofenbatterie, ne? Da soll ja dann der Bus irgendwo starten. Und hier im, Norden, hier im Norden, wo ich jetzt gerade bin, hier haben wir ja so eine kleine Area, die reservieren wir uns einfach für genau solche Sachen, wie diese Öfen und die Sachen, die Stein brauchen, weil dann brauchen wir das nicht den ganzen Bus entlang legen. Ja, für Stein kann man ja auch eine kleine Schmelzproduktion aber auch noch aufbauen. Da reicht ja irgendwie, eben. Keine Ahnung, zweimal vier Öfen oder so. Da braucht man eben nicht die Massen von, ne? Das ist das. Aber da würde ich vielleicht sagen, dass wir das wirklich so ein bisschen im Vorfeld planen.
Weil, was habe ich denn hier für eine Scheiße gebaut? Wieso geht denn das nicht? Ach, man sollte die Knickarmroboter auch in die richtige Richtung zeigen lassen, dann funktionieren sie meistens auch. Willst du dir das anzeigen eigentlich, wohin die zeigen immer? Nee. Ich lasse mir das immer anzeigen. Ich will immer den Überblick haben. Das ist voll schlimm. Wie viele machst du? Ich glaube, auf normale geht, glaube ich, 8 bis 10, ne? 8 bis 10, ja. Dann mache ich mal 6, 7, 8. Genau, das passt. Passt. So. Boah, ey, meine Stimme klingt heute echt schlimm. Das ist echt grausam. Also man möge mir das verzeihen. Nö. Okay. Dann halt nicht. Oh, wie war es das so eng? Jetzt kann ich hier nehmen und dann nehme ich gleich jeden Scheiß mit auf. Hier, kriegst gleich wieder Eisen zurück oben. Achso, ich brauche noch Kupfer. Das war wahrscheinlich eher mein Problem. Na schön, danke auch. Das ist ja auch so unglaublich nah bei uns, ne? Ich mach mal ganz kurz, ganz einfach aus dem Grund, dass wir da von der Ferne reingreifen können. The Chest? Ja, hast du mal einen Knick am Roboter? Hast du mal eine Mark? Hab kein Eisen. Moment, ich kann, ja. Machen wir es direkt cool und machen uns direkt einen blauen Greifarm. Ja, wir sind voll cool. Achso, wir können auch mal was forschen. Was forschen wir denn? Total aus dem Konzept gebracht. Wir könnten ja mal forschen. Elektrotechnik. Wobei ich mir immer dabei, die Elektrotechnik ist ja das erste, geht ja noch, ne? Aber dann die fortgeschrittene, so diese Netzwerkschaltung, damit habe ich mich noch nie so krass auseinandergesetzt, ne? Also diese ganzen Combinators und so, ich auch nicht. Ich habe nur gesehen, dass Leute damit einen 8-Bit-Computer nachgebaut haben und habe nur gedacht, oh mein Gott. Oh mein Gott, ja, das ist echt schon der Hammer. Das fand ich schon echt krass, aber es ist so, wie? Wie machen die das? Warum? Ja, das ist schon... Na gut, warum ist jetzt... Hat doch irgendeiner, ich weiß gar nicht, wer mir das... Ich glaube, mein Beta-Kollege Flinks hatte mir das mal gepostet. Da hat einer Tetris gebaut. Boah. Das ist ja überhaupt kein Aufwand, ne? Und es hat auch, glaube ich, so weit funktioniert. Also das Rotieren hat halt leider nicht funktioniert. Aber der Rest hat echt funktioniert. Krass. Es ist einfach nur awesome, was manche Leute aus so wenig machen. Ja. Das ist genauso wie mit Minecraft. Da machen die Leute das ja auch. Da machen die auch so bekloppte Sachen aus gar nichts. Ja, das ist echt schon... Also ich weiß mal nicht, ob die Leute zu viel Zeit haben oder ob die einfach so sehr auch daran gewöhnt sind. Und das, also ich glaube, es ist für die auch schon eine Herausforderung, aber... dass die irgendwie dieses Denken so innehaben, dass es für die gar nicht mehr so schlimm ist. Also, wenn ich mich da hinsetzen würde, ich würde erstmal sagen so, Moment, ich muss ja mal nachlesen. So, 3 Stunden lang. Was machen wir hier eigentlich? Ich weiß es nicht. Und das ist echt der Hammer. Also, manche Leute... Ja, da kommen manche Leute auf die genialsten Ideen. Ja, ja. Das muss man jetzt mal einfach so sagen. Also, es gibt Leute, die haben halt einfach auch ein Talent. Ja. Die dann sowas wissen oder sich dann da auch reinfuchsen wissen. Weil das kann ich manchmal auch nicht, mich dann da stundenlang mit auseinandersetzen, dass dieses blöde Ding dann irgendwie funktioniert. Da fehlt mir meistens Energie. Du als Admin? Was? Du als Admin? Ja, nee. Nee, ich verstehe das. Also ich mache das tatsächlich auch total gerne, aber ich verzweifle dann immer, weil ich es dann immer nicht hinbekomme, irgendwas, und dann sage ich immer, ach, dann leckt mich teuer. Popo. Nee. Und dann will ich nicht mehr. So, erste Eisenproduktion läuft vollständig. Sehr schön. So, ich baue gerade, ich lasse gerade einen Transportbelt von Kupfer entlang kommen. Der ist jetzt gleich sogar schon fertig. Das ist unglaublich. Wahnsinn, sag ich. Ja, ne? Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Das kannst du überhaupt nicht glauben. Ich wollte ein paar Lampen. Ach, habe ich schon gebaut. Sieh mal einer, guck. Und dann... Passt mal keiner hier. Was ist das denn? So, das kann weg. Das brauchen wir hier nicht. Mach das Ding mal weg. Damit unsere lieben Zuschauer auch mal ein bisschen was sehen, was wir hier so fabrizieren. Ja, ich bin ja schon froh, dass es diese More Light Mod gibt. Ja, die ist auf jeden Fall echt super.
Also wer die programmiert hat, herzlichen Dank. Das finde ich echt klasse. Das ist so, da möchte man einfach auch mal Danke sagen, weil das sind so Mods, die einem das Spiel, also gerade auch die Qualität erhöhen, weil du siehst halt einfach viel mehr. Ne? Weil wir können das halt, ich kann das halt nicht in 2 Gigabit Auflösung rausgeben, weil dann kann ich ein Video im Jahr hochladen. Ne? Mm. Das bringt dann ja auch nichts. So, Strom. Reicht das? Yay, es funktioniert. Wir kriegen jetzt auch Kupfer. Es kommt jetzt auch schon runter. Also das Fließband ist schon fertig. Da sind jetzt 2 Kupferminer. Ich denke, viel mehr brauchen wir am Anfang auch noch nicht. Ja, zum Anfang ist es okay, denke ich. Ich stelle da mal ein paar Lämpchen hin. Aber warte mal, dann ziehe ich das hier mal runter. Lampe. Erstmal alles, was ich an Materialien habe, für Lampen verbrauchen. Und jetzt gucken wir mal, was erforschen wir denn dann mal? Ich glaube, wir machen mal Automatisierung 2. Was? Gucken wir mich. Was? Ach so, ja, nee, ist ja. Nee, ist richtig. Entschuldigung. Was? Nee. Was macht denn eigentlich unsere Munitionsproduktion da oben? Die funktioniert. Ist da was drin? Ja, ja. Da sind 160 Munition noch drin. Na, immerhin. Ja, ich habe vorhin mal 100 rausgenommen und die auf die Türme verteilt. Der sollte noch was kriegen. Bringen wir auch mal auf 25 hoch. Und dann bringen wir den hier auch mal auf 25 hoch. Dann behalte ich einfach den Rest. So. Jetzt habe ich noch selber 39 Muni. Und das ist gut. Schön. So, hier kommt Kupfer. Hervorragend. Ist es nicht geil, wir kriegen Kupfer. Yay! Yeah. Kann man ja aufhören. Ja. Ziel erreicht. Kupfer incoming, wir können aufhören. Ja, wir haben das Spiel gerade beendet. Genau, Rakete startet, Kupfer. Cool. Was ist das denn? Ach ja. Du legst die ersten Punkte. Ja. Ja, ich dachte mir so. Ja, dann machen wir die also obersten oben Eisen. Genau, Eisen, dann kommt Kupfer, dann kommt Green Circuits oder willst du erst Gears? Nö, können wir Kupfer-Sachen bei Kupfer lassen und dann machen wir unten Gears und Stahl und Stein wollten wir ja gar nicht. Aber Stein können wir vielleicht ein bisschen, dann können wir es nochmal hochlegen oder so. Oder ja, wir gucken so einfach mal. Wird schon irgendwie. Irgendwie so halt. Das wird schon fertig. So, jetzt klaue ich mir hier erstmal gerade Eisen. 1, 2. 3. Zählst du die jetzt ab? Ja. wie viel brauche ich? 4 Splitter brauche ich. Für den optimalen 4x4 Splitter. Das wirklich stimmt, auch wenn das jetzt ein geklautes Design ist, aber das stimmt nun mal einfach, was Mr. Spreadsheet da ausgerechnet hat. Diesen komischen Splitter, den er designt hat, der Sachen einfach nur gleichmäßig auf 4 Lanes verteilt, das ist mega, dieses Teil. Ich habe das selber jetzt schon mehrfach eingesetzt, auch an Trainstops und so. Das ist einfach nur geil. Ich komme dann gleich mal gucken. Ich würde jetzt hier oben unsere normale Steinproduktion mal ganz kurz abreißen. Ja. Und dann würde ich hier oben eine kleine Schmelze für Stein hinpacken. Weil wir werden ja, obwohl wir müssen uns eigentlich um grüne Forschung kümmern, oder? Nein, wir machen erstmal unten den Scheiß, Entschuldigung, oder? Sachen. Wir machen erstmal Dinge. Wie heißen sie denn? Zahnräder. Oh, das macht mich wahnsinnig. Wortfindungsproblem? Ja, Wortfindungsproblem. Mit Englisch. Ja, den kenne ich auch. Der ist super. Ja, den kenne ich auch. Der funktioniert nämlich einfach. Das ist das Coole. Das ist ein Design, das funktioniert. So, ich würde sagen, wir schließen erstmal 2 Stück an. Ja. Wie wir das dann machen, überlegen wir uns dann. So, aber so haben wir jetzt hier, echt mal, hier ist dann der Startpunkt für den Bus. Ne? Viel weiter würde ich halt nicht gehen. Dass wir hier vorne noch ein bisschen Platz haben zum Verteilen und so. Genau. Ne, wenn man dann da irgendwie nachher nicht mehr 2, sondern 20 Schmelzbatterien hat.
Gott, jetzt habe ich viel zu viel Eisen aufgenommen. So. Das geht gar nicht. Ja, stimmt, wir haben ja das große Inventar. Boah, ich liebe dieses Inventar-Mod-Dingsbums. Ich hab ja mal Bobs-Mods selber gespielt. Und es ist einfach nur genial, wenn du dieses Inventar-Dings drin hast. Weil du hast einfach so viel Scheiß im Inventar. Habe ich das jetzt wirklich Bobs gesagt? Aber Bobs-Mods hat doch generell auch ein größeres Inventar, oder? Nee, hat es nicht. Oh, okay. Du musst mit dem Standard-Inventar spielen. Das ist schon echt heftig. Ja, das ist echt übel. Also, das ist dann schon ziemlich krass. Nee. Gears hat man gesagt, legen wir nach unten. Komm, hier Gears an. Hervorragend. So, dann mache ich jetzt mal noch einen dieser coolen. Da können wir uns ja mal drüber unterhalten, weil das ist so ein Punkt, da bin ich mir selber nicht eins darüber, ob man das machen sollte oder nicht. Was? Und zwar, also den Belt Balancer. Dass du halt das ausgleichst. Da habe ich ein schönes Design von Bentham gesehen, was der gemacht hat. Was auch den Durchfluss erhält. Das heißt, du kannst damit, das ist zwar recht groß, das Design, aber das erhält den Durchfluss, den du auf einem Transportbelt hattest. Das ist das Coole. Das habe ich bei Bentham gefunden. Das sieht dann so aus. Finde ich ziemlich cool, weil das sieht halt. Kenne ich, gibt's von der Roma noch eine Nummer größer mit einem Vierer. Ja, so kannst du, das kannst du auch mit einem roten und Blue Belt machen. Ich habe es ausprobiert. Das erhält den Durchfluss komplett. Ja, ja. Du kannst es aber auch noch mit Vierern machen, dass du praktisch einen Vierer-Load Balancer machst. Echt? Ja, das geht auch. Es ist ja nur super riesig, aber funktioniert. Klasse. Ich lasse das Ding jetzt einfach mal da stehen. Wir können jetzt ja überlegen, ob wir das so benutzen. Direkt erstmal groß gehen, ne? Direkt vier Stück. Läuft. Ja, natürlich. Nicht kleckern, sondern klotzen. Ganz oder gar nicht. Oh. Ich habe nur leider keine Knickarmroboter mehr gehabt. So, ja. So. Super. Super platziert, würde ich sagen. Ja, aber die Probleme, ich hab mehr Probleme, finde ich, bei schrägen Schienen. Das abzupassen. Mache ich gar nicht. Boah. Das abzupassen finde ich sehr schwierig, aber da freue ich mich auf den nächsten Patch. Denn 013 soll diesen neuen Algorithmus bringen, wie man dann Schienen verlegt. Weiß nicht, ob du das mal in den Factorio-Effects gesehen hast. Ja, ja, ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt, ob das was wird. Vor allen Dingen gibt es dann nur noch eine Art Schienen. Das finde ich auch sehr gut. Dann gibt es keine Curved Rail mehr. Ja, ja. Ah, nee, das ist. Ich glaube, das wird schon echt eine Erleichterung. Das denke ich auch. Das wird schon richtig gut. So, das hier werden also unsere Gear-Produktionen. Ja, die kann man oben noch ein bisschen aufstocken später. Und das werden Circuits, das sehe ich so schon. Das siehst du so schon, ne? Ja. Ja, wobei man das auch noch neu, habe ich eine coole Option gesehen, da kannst du das dann so bauen. Und dann darunter mittig die eine und dann legt man die ganz neu komisch hin. Das habe ich letztens gesehen, das fand ich mega geil. Hast du dann hier einen Splitter, wo dann das Eisen mit drauf läuft irgendwie? Ja. Oder der? Jetzt habe ich keine Fließbänder mehr. Mann. Aber hier kommt doch Kupfer an. Du musst doch Kupfer hin und kein Eisen. Ja, Moment. Es kommt jetzt. Wenn ich jetzt Fließbänder bekomme, dann hast du das Eisen geht hier so durch, bis hier. Okay. Und da auch. Da holst du dann das Eisen hoch und dann hast du nämlich hier Eisen und kannst hier das Kupfer entlang legen. Ah, okay. Fand ich sehr cool. Also die Idee finde ich gut. Aber es ist größer. Stimmt. Ja, was machen wir jetzt? Platzeffizienz? Ach, wir haben Platz ohne Ende. Bau mal. Probier mal aus. Wir probieren mein Design kenne ich und auch meine Zuschauer schon zu Genüge. Ja, ich glaube, das benutzt so gut wie jeder. Das ist das Problem. Wir brauchen dringend eine Fließbandproduktion. Boah, ey. Haben wir doch oben. Ich weiß gar nicht, was du hast. Ach, stimmt. Die kann ich ja von hier aus sogar erreichen. Ist ja, ja, und ich wollte gerade sagen, ich packe ein bisschen Eisen rein, mache ich jetzt gleich. Fließband, yay. Fehlt Kupfer, deswegen geht die Forschung nicht weiter.
Mir fällt da gerade was auf. Was denn? Es hat genullt. Was? Oh Gott. Bring die Kinder rein. Es hat tatsächlich genullt hier. Bring die Kinder rein. Oh Gott. Das wird ja ein Drama. Nee, wer war denn dran? Du, ne? Ich war dran, ja, glaube ich. Du bist dran. Machen wir es mal Yu-Gi-Oh!-Style-mäßig. Du bist dran. Okay. Gut. Ja, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid wieder bei der nächsten Folge Factorio mit dem lieben Caro7. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.